Nacht. Ich bin der, der dich in deinen Träumen quält. Ich bin die Angst. Ah, geh weg, lass mich in Ruhe. Ah! Peter, was ist denn passiert? Ah, geh weg! Aufwachen, Peter, du hast einen Albtraum gehabt. Oh Mann, was für ein Wahnsinn. Die Fratze werde ich nie vergessen. Was für eine Fratze? Ich weiß nicht. Es war eine fürchterliche Maske, wie ein Teufel. Du hast zu viel Horrorfilme gesehen. Es war alles so echt. Als ob mich das Ding in jedem Moment... Warte, das Telefon. Vielleicht ein neuer Auftrag. Oder der Teufel persönlich. Ha, ha, ha. Hört auf damit. Einer von uns muss rangehen. Ich begrüße die glorreichen drei Fragezeichen. Gebt euch keine Mühe, mich unterbrechen zu wollen. Was ihr hört, ist nur eine gedankenlose Stimme. Ein körperloses Wesen am anderen Ende der Leitung. Am anderen Ende der Welt. Ich will es kurz machen. Ihr hört eine Magnetbandaufzeichnung. Was soll das denn werden? Psst. Ich sehe Ratlosigkeit in euren Gesichtern. Das freut mich. Die Vorstellung hat begonnen. Der Vorhang geht auf. Nun spielt für mich. Spielt, als ginge es um euer Leben. Findet die Kiste der sprechenden Toten. Sie ist näher, als ihr denkt. Spinner. Die Welt ist voll von Wahnsinnigen. Er sagte was von einer sprechenden Kiste. Glaubst du etwa an den Quatsch? Das wird sich herausstellen. Ich schlage vor, wir schauen uns hier mal genauer um. Die Kiste sei näher, als wir denken, sagte er. Lasst uns noch mal genau nachsehen. Meine lieben Freunde, ich sehe, ich habe mit euch die richtige Wahl getroffen. Alles läuft perfekt und das Spiel nimmt seinen Lauf. Unsichtbare Fäden werden euch von nun an leiten. Tanzt, ihr Puppen, im Licht der Scheinwerfer. Und jetzt hört mir genau zu. Das dreckige Wasser fließt und fließt. Da, wo es das Licht der Welt erblickt, versinkt es in den großen Fluten. Dort werdet ihr fündig werden. Was meint der Irre nur damit? Der spricht in Rätseln. Genau, Rätsel ist das Stichwort. Aus irgendeinem Grund will uns der Unbekannte zu diesem Spiel zwingen. Eine Herausforderung. Und wie denkst du darüber? Wir nehmen sie natürlich an.
dreckiges Wasser erblickt das Licht. Welchen Ort kann er damit gemeint haben? Justus, Peter und Bob. Und ich dachte, es sei der Briefträger. Oh, ich glaube, mein Kuchen ist fertig. Könnt ihr später wiederkommen? Ihr seid's. Ich habe aber leider keine Zeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Was meint ihr? Wollen wir unsere Kasse mal wieder aufbessern? Viel ist da nicht drin. Glaube ich auch. Die könnte ein paar frische Dollar vertragen. Na dann mal ran an die Maschine. Gibt es von deinem Onkel immer noch das gleiche fürs Schrottsortieren? Leider ja. 5 Teile, 1 Dollar. Ist doch besser als nichts. Los geht's.
Also hierfür brauchen wir einen Spezialschlüssel. Und was passiert, wenn wir an der Schraube drehen? Keine Ahnung. Aber ohne Werkzeug kommen wir sowieso nicht weiter. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, so viel können wir nicht mit uns herumschleppen. Stimmt. In meinen Taschen ist auch kein Platz mehr. Und nun? Dann müssen wir wohl eben ein paar Dinge wieder zurückbringen. Ich grüße euch. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Jetzt seid ihr mittendrin im Spiel der Spiele. Sucht nach den versteckten Zeichen. Suchet und schreibt sie nieder. Die Zeichen sind überall. Zu jeder Zeit. Habt ihr alle zusammen, dann beginnt das große Finale. Doch jetzt geht und seht, was ich hinter Gittern hinterlassen habe. Der Typ macht mich wahnsinnig. Was für Zeichen? Die Karte sieht aus wie beim Schiffe versenken. Mhm. Da geht es um lauter Koordinaten. A3, F6, C1 und so. Wir werden die Augen aufhalten. Aber was kann er mit den Gittern gemeint haben?
Hallo. Zu wem möchtet ihr? Wir würden gern einen Blick ins Gefängnis werfen. Also, da solltet ihr vorher Inspektor Cotta fragen. Er ist in seinem Büro. Hallo Jungs, ich habe gehört, ihr wollt ins Gefängnis. Wir wollen nur einen kurzen Blick hineinwerfen. Geheime Ermittlungssache. Verstehe. Nun gut, hier habt ihr den Zellenschlüssel. Im Moment haben wir niemanden inhaftiert. Wenn ihr fertig seid, lasst den Schlüssel einfach stecken. Ich muss nachher sowieso runter. Bravo, bravo, bravo. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Großartig. Hier sind eure nächsten Regieanweisungen. Ein tiefer Schacht zum Mittelpunkt der Erde bringt euch Erleuchtung. Schon wieder in einen Schacht. Los, ich habe schon eine Idee.